Hallo alle zusammen und ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich möchte euch einfach mal von was berichten. Ich war ja in Donauwörth, liebe Grüße Carola, kommt nochmal ein extra Video. Behälter holen, um Tankis zu bauen. Und das sind ja doch 760 Kilometer. Da habe ich mir da unten dann eine Pension geholt und übernachtet. Und da habe ich seit jetzt mittlerweile, was haben wir jetzt, 2020? Ich glaube, seit 12 Jahren das erste Mal mal den Abend das Fernsehen angehabt. Ich habe seit 12 Jahren keinen Fernseher. Und auf der Heimfahrt war mein Hörbuch alle. Und nach 2 Stunden absoluter Stille fahren, habe ich damals Radio angemacht. Und da habe ich mal wieder Radio gehört. Also zu dem Fernsehen, liebe Leute. Wenn ihr das immer anhabt und schaut, ich weiß, dann fällt euch das nicht auf. Aber nehmt es doch vielleicht einfach mal als Gedankenimpuls. Ich sage euch, es ist absolute, reine Gehirnwäsche und Manipulation. Sonst gar nichts. Und nicht, ich habe hier die Fernbedienung in der Hand, ich habe die Kontrolle. Nein, sobald das Ding läuft, wirst du manipuliert. Auf bewusster Ebene und auf unterbewusster Ebene. Es ist, ich habe glaube ich 1,5 Stunden, weil ich hatte sonst nichts zu tun auch und da dachte ich, ja, guckst du das mal an. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Und ich bin mir absolut sicher, es macht abhängig. Es macht abhängig im Gehirn. Weil wäre dem nicht so, oder sagen wir es mal anders, wenn ihr sagt, ach was, das macht doch nicht abhängig und so weiter und so fort, dann lasst das Ding doch einfach mal ein halbes Jahr aus. Dürfte doch dann gar kein Problem sein. Oder? Und dazu möchte ich euch wirklich auffordern, inspirieren, einladen. Lasst das Ding doch, und wenn es nur erstmal testhalber ist, mal ein halbes Jahr aus. Und dann schaut ihr mal wieder rein. Jeder Mensch, der noch 2 Gehirnzellen im Kopf hat, guckt sich das dann an und sagt, was ist das für eine Scheibenkleister? Echt, es ist unglaublich. Und wenn ich denke, dass da jeden Abend und auch tagsüber so viele Menschen immer vor dem Dreck sitzen und sich das ins Gehirn reinklopfen, da braucht ihr euch ja keine Angst, um Covid oder irgendwelche Viren zu machen. Ihr seid eh da oben schon total verseucht. Lasst das Ding aus, am besten schmeißt es aus dem Fenster und haut zum Hammer kaputt. Das ist das Einzige, was du mit dem Fernsehen machen kannst. Alles andere ist Schwachsinn. 100%ig. Und da ich auch nicht mehr große Lust habe auf irgendwelche Diskussionen, alle, die Fernsehen toll finden und bla bla bla, bitte entfreundet mich. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses oberflächliche Dünnpfiffgelaber, was in 99,9% von Menschen kommt, die sich über Fernsehen, Zeitungen und Radio informieren. Und dasselbe im Radio. Ich bin heimgefahren. Also wer einfach noch glaubt, dass das unabhängig ist, dass das eine offene Berichterstattung ist, eine vorurteilsfreie, einfach um euch zu informieren, was geschieht denn so in der Welt? Hey Leute, sorry, aber da haben sie dir echt das Gehirn schon hier rein und da rausgedrückt. Okay, das ist so eine einseitige Meinungs- und Stimmungsmache und Propaganda. Dass es für mich nicht zum Aushalten ist. Und ich will echt nur noch mit Menschen zu tun haben, die das genauso sehen. Okay, ich habe keinen Bock mehr auf die, ach ja, ist doch toll alles. Und oh, ja, nee. Tschüss, bitte. Irgendwo hin, aber nicht mehr mit mir. Dafür ist mir echt meine Lebenszeit zu schade. Im Radio, was da einmal die Berichterstattung über hier die US-Wahl, es ist so einseitig, so, also es ist keine Berichterstattung, es ist eine Meinungsbildung, es ist eine Manipulation, es ist eine Gehirnwäsche, sonst ist es nix. Und dann hörst du noch, dass in Leipzig ja wieder nur Gewalt
tätige, rechtsradikale, asoziale Gemeinwohlgefährder unterwegs waren. Leute, boykottiert bitte, bitte Fernsehen, Radio, wenn euch die Gesundheit von euch und euren Mitmenschen so am Herzen liegt, wie viele ja jetzt auftreten mit der Corona-Geschichte hier, dann müsst ihr euch aber auch bewusst werden, bewusst sein, auf wie vielen Ebenen diese Propaganda und die ganze Show gesundheitsgefährdend ist. Und jeder, der mir was erzählt, ja, wir müssen die Leute schützen wegen Covid, aber gleichzeitig Fernsehen und ARD und ZDF und im Radio, wann sind die nächsten Nachrichten, am besten noch die Bild-Zeitung und das. Heuchler. Oder ahnungslos. Oder schon so durchgeblasen, dass einfach ein logisches Denken nicht mehr möglich ist. Und auch dort, schaltet es doch einfach mal ab. Macht's wie Peter Lustig, schaltet aus. Und zwar dauerhaft. Ich bitte euch drum, wenn euch die Gesundheit und das Wohl der Menschen in diesem Lande, auf eurer Familie, auf dem Planeten am Herzen liegt, lasst es Fernsehen aus und das Radio auch. Und wenn ihr das nicht kapiert, wenn ihr denkt, ich bin Spinner, tschüss, schöner Tag noch, alle anderen. Herzlich willkommen, endlich wieder normale Leute. Bye.